Moin. Komm, mach es. Komm hier, lass uns direkt hier anfangen. Ja. Zum Glück sitzt hier keiner von den Schwelmern. Wie immer. Wie immer, weißt du doch. Whisky on the Rocks, bitte. Wir sind doch hier. Auch wie immer. Ja klar, wie immer. Mit Milchschaum. Mit Milchschaum? Was meint er mit Milchschaum? Also was ist dein Problem? Schön irisch. Das ist richtig irisch. Auch wie immer. Ja, ich nehme so einen Whisky aus der Leitung. Nee, so nur aus der Leitung. Und the Rocks? Nee, ohne Rocks, nur aus der Leitung. Ist das, das der gealterte? Ich nehme so ein Light, Whisky Light. Ein bisschen Farbe. Ja, schließ mich an. Ich nehme auch ein Light. Light ist leider aus. Nee. Ja, ich habe da noch was ganz Besonderes. Wie heißt das? Versuch mal. Was ist das denn? Ich mach das mal. Lass mal probieren davon. Wow! Oh Mann! Ich nehm euch auch noch blau ein. Das ist einfach lange Zeit. Oder mach ich jetzt noch einen? Leider auch. Leider auch aus. Wie ist das? Wie ist das? Aus, ey! Was ist das denn? Ich kenne ja jemanden, der noch mehr hat. Okay. Ihr wollt mehr Met? Ich brauche mehr Met. Met Whisky? Yeah! 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 Da muss ich euch leider mitteilen, dass Dr. Skull uns den letzten Met geklaut hat. Met Whisky. Ja. Wir müssen neuen Met brauen und dafür brauchen wir genau 8 Zutaten. Met Whisky. Yes. Diese 8 Zutaten sind: ein Glas Hummelhonig aus Stuttgart, ein Stück Hefe aus dem Hefebräuhaus zu München, eine Scheibe Prattener Käse mit nicht weniger als 7 Löchern und nicht mehr als 6 Löchern, Schnabelabrieb einer Hamburger Möwe von Brücke 9¾, eine große Tüte Berliner Luft, ein Altbier von der längsten Theke aus Köln, die Fingernägel einer Leipziger Finanzbeamtin im Ruhestand. Steht da Jones wieder drauf. Ja. Finde ich geil. Und 5 Bünde Nürnberger Radieschen. Seid ihr bereit, den ultimativen Met zu brauen? Met Whisky! Ja. Ja. Met Whisky. Tolle Iren.